Mein Name ist Usen Banerjee, ich arbeite bei Shell in Hamburg und bin hier der Vertrauensmann von der IGBCE und auch im Betriebsrat. Ich selbst hatte mich ganz lange im Katastrophenschutz engagiert, war da jahrelang als Sanitäter und habe dann gemerkt, ich wollte noch was anderes machen, wollte mich auch politisch engagieren, habe mir vieles angeschaut und habe mich dann für die Gewerkschaft entschieden. Als Vertrauensleute versuchen wir hier im Betrieb die Mitarbeiter über gewerkschaftliche Arbeit zu beraten und vor allem sind wir für unsere Mitglieder da. Und wir sind die ersten Ansprechpartner der Mitarbeiterinnen und der Mitarbeiter, wenn es um gewerkschaftliche Themen geht. Wir haben hier keine Produktion, das sind alles Bürojobs und da ist es halt wichtig, nochmal die Bedeutung der IGBCE und auch die Bedeutung einer Gewerkschaft zu verdeutlichen. Und das kann ich als Vertrauensmann machen. Ich habe ganz viele Einzelgespräche mit den Kollegen, um zu erklären, wozu man eine Gewerkschaft braucht, dass man eine starke Arbeitnehmermitbestimmung haben möchte. Vertrauensmann zu werden war mir wichtig, weil ich die IGBCE vertreten wollte vor Ort und ein Zeichen setzen wollte gegen gesellschaftliche Spaltung. Also mir war wichtig, für Solidarität einzustehen und auch für Demokratie im Betrieb und für Mitbestimmung. Und deswegen war für mich das ganz wichtig, in die IGBCE einzutreten und mich dann wählen zu lassen als Vertrauensmann.